Dann ist die Kollegin Yvonne Marquardt, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, die Film- und Kinobranche leidet unter der Pandemie. Und deshalb haben wir auch umfangreiche Hilfsmaßnahmen aufgesetzt. Und keine Kultursparte, das muss man in diesem Zusammenhang wirklich auch mal sagen, profitiert vom BKM-Programm Neustart Kultur so stark wie die Filmwirtschaft. Mit einer abflauenden Infektionsdynamik und den zunehmenden Impferfolgen ist es aber jetzt auch wieder Zeit, an die Zukunft zu denken und in die Zukunft zu schauen. Und eigentlich hätten wir ja heute oder in dieser Woche eine große Novelle des Filmförderungsgesetzes beschlossen. Nun ist es Corona-bedingt nur eine kleine, aber auch eine kluge Novelle geworden. Der Grund dafür ist schlichtweg, dass es keine belastbaren Daten für eine Neugestaltung des Gesetzes gibt. Und aufgrund der andauernden Pandemie ist es noch nicht absehbar, wann sich die Auswirkungen der Pandemie auf den Film- und Kinomarkt verlässlich beurteilen lassen. Die notwendige Datenlage wird wegen der langen Schließung der Kinos frühestens Mitte 2022 vorliegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, es wäre ein vollkommen falsches, es wäre ein fatales Signal, jetzt eine große Novelle zu machen und eine Neuausrichtung der Filmförderung zu beschließen, wo die Kinos immer noch zu sind und der gesamte Filmmarkt aufgrund einer weltweiten Pandemie großen Verwerfungen unterliegt. Wir brauchen mehr Klarheit, und aufgrund dessen gibt es jetzt eine Art Verlängerungsgesetz. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal daran erinnern, dass wir in der Koalition bereits vor Corona ein breit angelegtes Fachgespräch hatten mit der Branche, mit vielen inhaltlichen Eckpunkten, die wir bereits erarbeitet haben. Wir sind der Frage nachgegangen, wie der deutsche Film verbessert werden kann und erfolgreicher gemacht werden kann. Und an diesen Zwischenergebnissen sollten wir wieder anknüpfen. Wir müssen aber auch schauen, was sich durch Corona verändert hat. Und das müssen wir einbeziehen, um dann ein großes, neues, sinnvolles Gesetz zu machen. Dafür haben wir jetzt 2 Jahre Zeit, denn das Gesetz, was wir heute beraten und heute zum Abschluss bringen, dauert 2 Jahre oder ist 2 Jahre gültig. So können wir jetzt dann auch schneller und sollten das auch relativ zügig tun, wieder in die inhaltliche Planung einer großen Novelle einsteigen. Was sind jetzt die konkreten Inhalte? Mit Blick auf die Verwerfungen durch die Pandemie geben wir dem Verwaltungsrat die Möglichkeit, die Mittelverwendungen zu flexibilisieren, Förderbedingungen und Hilfsprogramme anzupassen. Referenzmittel können beispielsweise auch für Werbemaßnahmen bei der Wiedereröffnung genutzt werden. Hinzu kommt eine Flexibilisierung der Sperrfristen in Fällen höherer Gewalt sowie neue Standards bei Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit in den Aufsichtsgremien. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, hatten wir eine sehr gute Anhörung im Kulturausschuss, in der vor allem noch mal ein zentraler Punkt herausgestellt wurde. Ja, die Film- und Kinobranche leidet unter Corona. Aber bereits vor Corona war die Branche einer erheblichen Dynamik durch die zunehmende Nutzung audiovisueller Inhalte ausgesetzt. Corona hat die Entwicklung noch beschleunigt. Und so verkürzten beispielsweise große Verleiher ihre Auswertungsfenster auf wenige Wochen oder veröffentlichten einige Filme parallel in Kino- und in Streamingdiensten. Und dieser Entwicklung wollen wir uns mit dem vorliegenden Gesetz auch stellen. Und ich bin der Kinobranche sehr dankbar, dass gerade aus ihren Reihen der Vorschlag zu einer Branchenlösung bei den Sperrfristen kam. Dabei verhandeln die Verbände auf der Grundlage einer FFA-Richtlinie eine abweichende Vereinbarung der Kinoauswertung. Und meine Damen und Herren, ich glaube, das ist das Wegweisende in dieser Novelle. Das ist nämlich eine enorme, große Chance. Wir ermutigen, das sage ich vor allen Dingen für meine Kollegen und Kolleginnen aus der Unionsfraktion, wir ermutigen alle Beteiligten mit großer Ernsthaftigkeit,
diesen Weg zu nutzen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland braucht das Kino als Kultur- und Erlebnisort. Unser Land, Europa und die Welt braucht gute deutsche Filme. Mit der heutigen Verlängerung des FFG sichern wir in Pandemiezeiten die Filmförderung in unserem Land und wir schaffen gleichzeitig Raum für eine gründliche Vorbereitung der großen Novelle mit einer Neuausrichtung der Filmförderung. Herzlichen Dank. Voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Ulla Schmidt.